Hallo Leute, mein Name ist June und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Unboxing-Video und zwar habe ich Post bekommen von Carteldown. Das Paket machen wir nun einmal zusammen auf. Ich versuche es einmal ein bisschen höher zu halten. Es ist auf jeden Fall schon mal gut verpackt, soweit ich das sehen kann. Hier seht ihr das einmal. Hier seht ihr einmal die Bestellung. Ich glaube, das müsste auch alles sein. Denn es sind Babyplants und ein paar Samen gewesen. So, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Wenn man bei Carteldown bestellt, werden die Pflanzen dann ja zu Bunny Jungle geschickt. Und von dort aus dann weiter. Ich habe mich erstmal gefragt, warum ich Post von einem Orgelbauer bekomme. Weil nämlich als Absender ein Orgelbauer draufsteht. So, ich habe es einmal geöffnet. Hier sind einmal die Samen. Und zwar sind das Puppy X1 gekreuzt mit Puppy for German. Ich werde da einmal gleich reingucken, aber ich stelle sie erstmal zur Seite. Dann geht es weiter mit nicht beschriftet. Ich hoffe, da ist dann auch die richtige Pflanze drin, ne? Und noch einer Babyplant. So, schauen wir uns nun erstmal die Samen an. Ich habe jetzt einmal vorsichtig den Deckel geöffnet. Die sind schon gekeimt. Ich dachte, ich kriege nur ganz normale Samen. Aber die sind schon gekeimt. Und haben schon ihr erstes Blatt. Oh, wie süß. Ich versuche einmal die Fusseln hier wegzumachen. Richtig, richtig süß. Schaut einmal. Ich hoffe, sie fallen jetzt nicht raus. Auf jeden Fall richtig toll. Also ich habe echt damit gerechnet, dass ich einfach nur Samen bekomme. Aber dass sie halt jetzt schon gekeimt sind, ist natürlich noch besser. Auf jeden Fall, das ist schon mal super, super toll. Und dann geht es weiter. Mal schauen, welche Pflanze das ist. Also ich weiß natürlich, welche ich bestellt habe, aber ich weiß jetzt nicht, welche hier drin ist. Dafür brauche ich einmal das Cuttermesser. Wie ihr wisst, wollte ich ja ursprünglich heute das Follow Me Around hochladen, aber ich konnte mich nicht zurückhalten und wollte unbedingt das Paket mit euch einmal zusammen aufmachen. Deshalb wird es das erst morgen geben, aber auf jeden Fall richtig toll verpackt. Ich glaube, die sind auch nur in Spackenmus verpackt bzw. eingerollt, weil die ja aus Indonesien kommen. So, ich habe sie rausgezogen. Und ein neues Blatt. Oh, wie wunderschön. Richtig hübsch. Also hier ist es leider ein bisschen knusprig, aber ist nicht so schlimm. Schaut euch mal dieses Blatt an. Sieht das nicht toll aus? Richtig hübsch. Ich mache einmal die andere auch noch auf. So, dann haben wir hier die andere. So.
Okay, jetzt weiß ich, welche ist. Oh krass, ich kann kaum erwarten, bis die nachher größer sind. Hier seht ihr einmal die zweite. Auch wieder super, super schön. Und da ihr euch natürlich fragt, um welche Pflanzen es sich dabei handelt, das hier ist eine King of Spades zugekreuzt mit einer Red Crystallinum. Auf jeden Fall sieht sie wunderschön aus. Und diese hier ist eine gekreuzte King of Spades zu Dorayaki mit Velvet Mask. Auf jeden Fall sind beide Pflanzen wunderschön. Und ich kann es echt kaum erwarten, bis die größer sind. Ich freue mich auf jeden Fall riesig darüber. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Unboxing gefallen hat. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude mit diesen beiden Pflanzen haben und natürlich auch mit den Seedlings hier, denn sie sind halt schon gekeimt. Ich hatte das auch schon ganz oft, dass ich bei anderen Anthurium-Seeds bestellt habe und die sind dann schon, ich sag mal, matschig angekommen. Das war dann natürlich nicht so schön, aber hier ist alles wirklich tippitoppi in Ordnung. Und die beiden kommen jetzt erstmal in ein kleines Töpfchen. Und die beiden lasse ich erstmal da drinne, denn sie scheinen sich dort ziemlich wohl zu fühlen. Mal schauen, wann ich sie dann umtopfe bzw. in ihr eigenes Sphagnummoos setze. So, bevor ich das noch vergesse, ein kleiner Einkaufstipp für euch. Und zwar kennen bestimmt schon viele das Gewächshaus. Aber es gibt jetzt bei IKEA für diejenigen, die nicht so viel Platz haben, sich große Vitrinen hinzustellen, solche Mini-Gewächshäuser bei IKEA. Ich habe mir einfach eins mitgenommen, weil ich es total super süß fand. Leider ist es kein richtiges Glas, sondern so ein Plexiglas. Aber wie ihr hier sehen könnt, ist es mit einer Folie geschützt. Es ist leider trotzdem sehr kratzanfällig. Aber ich denke, wenn man gut damit umgeht, dann hat man schon lange Freude damit. Man sollte es halt jedoch, wenn man das wirklich als Gewächshaus bzw. Greenhouse benutzen möchte, noch ein bisschen abdichten. Das geht am besten mit so einer Gummidichtung in Schwarz oder Weiß, je nachdem, welche Farbe ihr euch holt. Das kostet 19,99 € und es gibt es auch in einer größeren Version für 24,99 €. Die war mir tatsächlich jedoch zu groß, da ich ja natürlich schon meine beiden anderen großen Vitrinen habe. Auf jeden Fall wollte ich das euch noch einmal kurz sagen, denn natürlich können nicht alle Pflanzen bei normalem Raumklima gehalten werden, beziehungsweise zur Akklimatisierung ist sowas natürlich super gut und nimmt auch nicht viel Platz weg. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch über den kleinen Tipp freut. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen super, super schönen Freitag und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis bald!